Willkommen zum kleinen Vortrag zum Thema Smart Search und seine Filter. Wir haben ein kleines Programm vor. Erstmal, wer bin ich? Ich bin Hannes Papenberg, Freelancer schon seit langer Zeit und beteilige mich am Chor seit 2005. Dann kommt da halt auch so ein etwas älteres Bild, warum so sieht es dann heutzutage aus. Bin Teammanager momentan vom Joomla Bug Squad, engagiere mich aber noch bei vielen anderen Bereichen, beim Extension Directory, beim Framework, habe vorher Automated Testing gemacht. Und sitze in Münster in Deutschland. Falls mich jemand kontaktieren will, da unten ist die Webseite zu finden. Und wir wollen heute ein bisschen über Smart Search sprechen. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung habt ihr alle mit Smart Search? Wer hat schon sein eigenes Smart Search Plugin gebaut? Okay. Zwei, vielleicht drei Leute. Habt ihr Smart Search schon mal jetzt ein bisschen tiefer benutzt? Also gibt es irgendwen hier, der sagt, ich habe da schon mehrere verschiedene Suchen auf der Seite gebaut mit verschiedenen Filtern und so? Oder erstmal nur quasi als Comp-Search-Ersatz? Ja. Ich habe es befürchtet. Smart Search kann so viel. aber ich versuche mal erstmal einen kleinen Überblick zu geben. Smart Search ist im Gegensatz zu Comp Search erstmal eine indexbasierte Suche. Comp Search hat einfach einen Query auf die Datenbank gemacht und dann den Suchbegriff mit Like und gibt mir alles raus, wo das irgendwie reinpasst. Und dann kommt da halt irgendwie Ergebnisse bei raus. Bei Smart Search gibt es dagegen einen Index. Das heißt, alle Inhalte, die in Smart Search auftauchen sollen, müssen erstmal indexiert werden und werden dementsprechend dann nochmal in extra Datenbanktabellen geschrieben. Der Vorteil der indexbasierten Suche ist, wir können da eben eine ganze Menge im Vorhinein bearbeiten und uns angucken. Da sind dann eben so Sachen dabei wie eine Fuzzy-Suche, soll heißen, wir bilden Wortstämme. Oder wir können eben die Suchergebnisse gewichten. Bei Smart Search ist das momentan so, dass dort nach Häufigkeit der Vorkommnisse des Wortes und nach der Länge des Wortes in den Suchergebnissen gewichtet wird. Also Inhalte, wo ein Text häufiger drin vorkommt, ein Wort, die werden höher gewichtet als eben Inhalte, wo das seltener drin vorkommt. Dann haben wir eben diese Datenquellen, die wir eben per Plugin einbinden können. Das heißt, dass man zum Beispiel, klar, Beiträge kann man einbinden. Ich kann auch meine Shop-Komponente mit einbinden. Ich kann aber auch ein Plugin schreiben, welches die Inhalte aus einem RSS-Feed zum Beispiel reinlädt oder aus einer Wetterdatenquelle. Das ist halt alles möglich. Und jetzt der spannende Teil, wir können die Inhalte mit Filtern versehen und das eben erweitern und dort ja schon recht spezielle Suchergebnisse erzeugen. Und zu guter Letzt, Smart Search bietet auch schon eine bessere Statistik als das an, was eben Comp Search mitgeliefert hat. Zum Thema Suchindex, wie ich ja schon gesagt habe, die Daten müssen indexiert werden, damit man sie in der Suche finden kann. Dabei ist dann das Suchen auf dem Index sehr schnell.
Diesen Index zu erzeugen, kann aber mitunter sehr lange dauern. Also wenn ihr dann einmal eure komplette Seite indexiert über das Smart Search Backend, dann kann das je nach Umfang der Seite auch mal Stunden und im schlimmsten Falle Tage dauern. Wie gesagt, der Vorteil ist aber eben, wenn wir einmal diesen Index geschrieben haben, ist das danach eine recht fixe Geschichte und man kann, also bei ComSearch war es mitunter möglich, dass ich das missbrauche, um damit einen Denial of Service zu machen auf die Seite. Vor allen Dingen, wenn ich halt viele Search-Plugins hatte, dann konnte das schon passieren, dass ich, weiß nicht, 20 gleichzeitige Aufrufe an die Komponente geschickt habe und daraufhin hat der Server die Grätsche gemacht. Gerade wenn dann die Seite auch noch ein bisschen größer ist. Bei Smart Search ist eigentlich die Last immer konstant. Also wenn ich, egal wie groß die Seite ist, egal wie viele Datenquellen ich dafür verwende, das wird jetzt nicht dann auf einmal langsamer dadurch, dass ich eben da mehr Daten drauf habe. Wie gesagt, das ist so ein bisschen Google für Arme, weil wir eben ja nur in unserer eigenen Seite suchen, aber Google funktioniert ziemlich ähnlich. Ich hatte ja gerade schon gesagt, wir haben eine Fuzzy-Suche. Da gibt es dann nämlich das sogenannte Stemming. Wir suchen dabei den Wortstamm von den Wörtern, die wir haben, das funktioniert jeweils dann nur für eine bestimmte Sprache. Deswegen ist dann wichtig, dass man entweder in den globalen Einstellungen der Komponente einstellt, welche Sprache verwendet werden soll, oder man eben die Inhalte entsprechend markiert, welche Sprache sie haben, damit wir dafür den richtigen Algorithmus verwenden, weil dann kann eben unser Stemming-Algorithmus aus den Wörtern den Wortstamm herausfinden. Und so finden wir dann für den Suchbegriff hat oder hätte auch alles, wo eben haben drin vorkommt. Das ist also ich finde es recht spannend, was sie da machen. Und wenn man dann mal in die Datenbank reinguckt, da stehen dann wilde Kombinationen drin. Das ist nicht immer so der grammatikalisch richtige Wortstamm, den wir herausfinden, aber eben doch für die jeweiligen Wörter passt es sehr gut, was da bei rauskommt. Also das, was er da rausfindet, ist ein relativ gutes Ergebnis. Dann haben wir bei Smart Search auch noch die Phrasensuche. In der Grundeinstellung sucht Smart Search immer nur nach den einzelnen Wörtern. Also wenn ich jetzt dort einen ganzen Satz eingebe, zerteilt er diesen Satz in die einzelnen Wörter. Und dann ist es relativ egal, wo das denn drin vorkommt im Ergebnistext. Und in welcher Reihenfolge, aber er findet das dann einfach und ja, das ist dann das. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, nach genau einem spezifischen Satz zu suchen. Dafür muss ich dann in dem Suchfeld das in Anführungsstriche setzen und das muss in Smart Search im Backend eingeschaltet sein. Dann sucht er eben nach genau nur dieser Kombination von Wörtern im gesamten Text. Der Nachteil ist dann eben, der Index muss dafür sehr viel größer sein und das ist aber eigentlich in den meisten Fällen nicht so relevant. Und jetzt eben der Teil, weshalb wir alle hier sind, die Filter bzw. Taxonomien, Klassifizierungen. Im Englischen, ich spreche immer von Taxonomien, weil es eben im Englischen Taxonomy heißt oder weil im Englischen Code, den wir damals geerbt haben für Smart Search, heißt es eben Taxonomy.
Man muss sich das aber grundsätzlich so vorstellen, dass wir einfach so ein Key-Value-Pair dann haben. Wir können beliebige Key-Value-Pairs an einen Suchbegriff oder an ein Suchobjekt im Index dranhängen. Das heißt, wir sagen zum Beispiel, der Typ ist ein Beitrag. Und dann habe ich eben den Key-Typ und den Value-Beitrag. Ich kann aber auch eben sagen, RAM ist 32 GB. Oder Bildschirmdiagonale 25 Zoll oder sowas. Da bin ich eben recht flexibel und ich kann da eben für jeden Eintrag kann ich beliebig viele solcher Key-Value-Pairs angeben. Wenn ich zum Beispiel sagen möchte, das ist jetzt in Stadt Salzburg, dann gebe ich einfach nur eben den Key Stadt und den Value Salzburg dort an. Und seit Joomla 4.0 gibt es dort auch Nested Values. Da kann ich dann auch Systeme wie unsere Kategorien oder Tags dann dort mit dranhängen und die werden dann dementsprechend auch ja, mit ihrem gesamten Baum dort dann mitgespeichert. Das Schöne ist eben, ich kann jetzt dann hingehen und sagen, in meinem Suchfeld, ich möchte gerne ich habe einen Suchbegriff und kriege, was weiß ich, 100 Ergebnisse und jetzt filtere ich das eben runter auf nur noch meine Stadt. Nur Beiträge und vielleicht noch das Datum alles neuer als Mai letzten Jahres so. Das kann ich alles schon eben in Smart Search machen. Und was ich eben auch machen kann, ist einen Menüpunkt erstellen, der diese Filter schon ja, vorgesetzt hat und wo eben nur bestimmte Filter unter Filterpunkte in diesem Menüpunkt funktionieren. Das können wir uns auch gleich nochmal angucken. Wenn ihr dann im Backend seid, im Deutschen wurde das jetzt als Inhaltsstruktur übersetzt. Ich bin da immer nicht ganz so happy mit, aber ich bin auch garantiert nicht der Beste, um sowas jetzt zu übersetzen. Wenn ihr eben dann im Backend euch das anguckt, dort habt ihr diese Listenansicht. Da könnt ihr natürlich jetzt diese Taxonomien einfach wieder rauslöschen. Aber ihr könnt, wenn ihr die eben einfach im Frontend nicht anzeigen wollt, gibt es hier den Status. Da könnt ihr jetzt ab Joomla 5.0, glaube ich, wenn ihr das jetzt auf Unpublish setzt, dann ist es auch dauerhaft weg. Und taucht nicht wieder auf, wenn ihr jetzt einen Beitrag bearbeitet. Und ja, des Weiteren sieht man dann eben, wie häufig es denn Inhalte gibt, die diese Taxonomie, diese Klassifizierung verwenden. Ja, dann im Frontend habt ihr das wahrscheinlich alle schon gesehen unter der erweiterten Suche? Da haben wir dann eben einfach diese verschiedenen Klassifizierungen als Dropdown-Felder, die man da eben verwenden kann. Das ist jetzt noch die einfache Variante. Ich kann gleich dann nochmal zeigen, wo ich das dann etwas umfangreicher verwendet habe. Und ab Joomla 5.0 gibt es dann eben auch die Möglichkeit, die Custom Fields als Taxonomien zu verwenden. Da gibt es dann die Möglichkeit, den Wert einfach nur durchsuchbar zu machen. Soll heißen, das, was in eurem Custom Field drin steht, das kann man dann eben, wenn ich diesen Wert in die Suchmaske eingebe, findet er eben dann auch Inhalte, die dieses Custom Field haben.
Ich kann aber eben auch diese Custom Fields als Taxonomien verwenden. Das heißt, im Endeffekt, ich kann jetzt einen Beitrag anlegen und dort eben ein Feld dabei haben mit Stadt oder mit Speichergröße oder mit Anzahl Personen dann eben für dieses Custom Field sagen, er soll das als Taxonomie anbieten. Und dann habe ich zum Beispiel automatisch ein System, wo ich für ein Restaurant die verschiedenen Tische auswählen kann mit 5, 6, 8, 10 Sitzplätzen oder sowas. Das findet man dann in dem jeweiligen Custom Field, gibt es den Bereich Optionen und dort in den Unterbereich Suchindex, wo ich dann eben auswählen kann, ob das jetzt als einfach nur durchsuchbar gemacht werden soll oder eben auch als Taxonomie verwendet werden soll. Das muss man natürlich dann auch ein bisschen gucken. Sachen wie Bilder kann man jetzt nicht als Taxonomie verwenden. Aber das denke ich mal, wird dann in Zukunft sehr häufig verwendet werden. Für die Entwickler unter euch, wenn ihr jetzt ein Smart Search Plugin, ein Finder Plugin baut, so einfach ist es eben dann zu dem jeweiligen Eintrag eine Taxonomie hinzuzufügen. Ich habe halt wirklich nur hier den String des Typs oder des Keys, den ich habe, und dann eben den Wert, zum Beispiel in diesem Fall halt Artikel. Und für die Kategorien habe ich halt auch wiederum den Typ, den ich habe. Hier übergebe ich ein Node-Objekt. Wie heißt denn das jetzt nochmal? Ja, ich glaube, ich habe es einfach damals nur Node, es gibt die Klasse Node in Joomla, und wenn ihr ein Objekt habt, was eben davon erbt, dann könnt ihr es da einfach reinreichen und der wird dann eben alle Einträge von dem jeweiligen Objekt bis runter zum Root dieses jeweiligen Baums, den ihr dort zusammengebaut habt, wird er dann eben in den Index mit reinschreiben. Jetzt ist das Spannende, wir können, wie gesagt, auch mit den Filtern Voreinstellungen erzeugen. Also, wenn ihr guckt, gibt es, jetzt habe ich gerade mal, wir gucken einmal kurz schon mal nach, wie der Spaß heißt. Hier gibt es den Punkt Filter. Und da kann ich dann eben für meine Untermenüpunkte einen bestimmten Bereich anlegen oder kann ich einen Menüpunkt anlegen, in dem nur für den Suchindex einen Menüpunkt anlegen, in dem dann eben nur in einem bestimmten Unterbereich gesucht werden kann. Und das heißt, ich kann jetzt hier auswählen, für diesen Untermenüpunkt dürfen nur Sachen auftauchen, die in einem dieser oder die in allen dieser Klassifizierungen auf jeden Fall drin sind. Wenn ich also jetzt den Autor auswähle, da stehe jetzt erstmal nur ich drin, plus vielleicht zwei oder drei Kategorien, dann zeigt er mir eben nur Inhalte an, die in diesen Unterkategorien zu sehen sind. Und diese Filter kann ich eben in Menüpunkten vom Suchindex verwenden. Ich kann aber auch eben das für ein Suchindex-Modul anlegen und dann sucht er eben nur eben in diesem Unterbereich. Wir können uns also dann damit quasi Untersuche einen Unterbereich der Suche für bestimmte Bereiche der Webseite erstellen.
Zum Beispiel, wenn wir in der Hilfe für eine größere Webseite sind und dort eben nur in den Hilfetexten suchen möchten. Hat da jemand bisher noch Fragen? Bisher noch nicht. Ja, dann kommen wir nochmal zur Demo. Wie gesagt, wir fangen vielleicht nochmal im Index an, weil eben auch in der Vergangenheit hatte ich ganz häufig Leute, die sagen, ja, man muss sich ja immer alles neu indexieren und da geht ja dann immer so viel Zeit drauf und dann vergesse ich das manchmal. Also grundsätzlich, Smart Search indexiert eigentlich immer, während ihr eure Inhalte bearbeitet. Wenn ihr also einen Beitrag speichert, wird auch automatisch der Inhalt in Smart Search aktualisiert. Ihr müsst dort nicht diesen Index hier ständig neu bauen. Des Weiteren, seit Joomla 5.0, also ne, in ein paar Monaten ist das ja soweit, wenn ihr jetzt hier einen Eintrag drin habt und wollt den verstecken, dann kann man den hier einmal unpublishen und dann bleibt der auch unpublished. Der kommt nicht wieder so lange, bis ihr das hier entweder komplett rauslöscht oder eben den ihr wieder einschaltet oder wieder published den Inhalt. Und weil ganz viele dann sagten, wie kann ich das denn einstellen überhaupt, würde ich jetzt nochmal hier die Optionen von der Suchindex-Komponente kurz durchgehen, weil ich habe so gehört, einige finden das nicht unbedingt sehr sinnvoll, wie manche Sachen benannt sind. Also Wortübereinstimmung. Falls ihr jetzt eine deutsche Webseite baut und die deutsche Sprache hat jetzt dummerweise diese Angewohnheit, dass man damit sehr lange Wörter bauen kann, Dampfschifffahrtskapitän oder sowas, und ihr wollt eben auch Suchergebnisse haben, die eben das Schiff irgendwo mit drin haben und nicht nur den Dampfschifffahrtskapitän, dann kann man hier sagen, wie er denn den Index durchsuchen soll. Für Deutsch ist es meistens so, enthält den Suchbegriff, ist dann ein ganz gutes Ergebnis, weil er dann eben alle Wörter, die irgendwie diese Zeichenfolge enthalten, halt nimmt und nicht nur das Wort, was genau darauf passt. Im Englischen passt das besser, im Deutschen, naja. Dann vielleicht für die Leute, die es noch nie probiert haben, Open Search ist grundsätzlich aktiviert, falls das noch keiner gesehen hat. Man kann damit dann in seiner Browserzeile, in der Browser-Adresszeile, die eigene Webseite als eben Suche angeben und dann wird eben hier direkt in Smart Search dann gesucht. Fand ich sehr spannend, habe ich, weiß nicht, gibt es auch schon in ComSearch, habe ich erst nach, ich weiß nicht, 14 Jahren oder sowas, wo ich jetzt mit Joomla arbeite, habe ich das gelernt, dass es das gibt. Und jetzt kommen wir zum Tab Index. Immer wenn ihr etwas hier verändert an diesen Einstellungen, dann müsst ihr eigentlich einmal die komplette Seite neu indexieren. Deswegen sollte man hier vielleicht nicht ganz so häufig was dran ändern. Aber wichtige Sachen, eben die Frage, ob ich nach Phrasen suchen möchte oder eben nach einzelnen Wörtern. Die Einstellung kann ich eben hier vornehmen. Wenn ich jetzt sage, er soll nach Phrasen suchen, dann speichert er nicht nur die einzelnen Wörter in dem Index ab, sondern alle Tupel aus also er zerteilt den Text immer in drei Wörter und speichert diese dann eben entsprechend ab. Ja, ist ein bisschen schwierig zu erklären.
Aber dadurch wird eben, wie gesagt, der Index eine ganze Ecke größer. Deswegen, je nachdem, wenn man jetzt schon Speicherprobleme hat mit seinem Webspace, dann sollte man da vielleicht nochmal gucken. Wenn ihr generell Probleme habt, dass euer Indexierungsvorgang nicht durchläuft, weil der irgendwo in Speicherprobleme reingerät, dann sollte man hier bei dem Punkt Stapelgröße das runterdrehen auf 25, 10 oder 5 auf einmal. Das ist die Anzahl an bei Einträgen, die er bei dieser Massenindexierung auf einmal jetzt indexiert, bevor er dann einen neuen Ajax-Aufruf macht. Und wenn man das zu hoch eingestellt hat, dann kann es manchmal sein, dass man eben in Speicherprobleme reingerät. Und dann zu guter Letzt, was heißt zu guter Letzt? Aber wir haben hier dann einmal den Bereich mit den verschiedenen Gewichtungen. Da kann ich eben dann einstellen, wie schwer soll ein Wort in einem bestimmten Bereich gewichtet sein. Also wenn es im Titel vorkommt, soll es eben den 1,7-fachen Wert haben gegenüber anderen Bereichen, zum Beispiel im Inhaltstext, wo es nur den 0,7-fachen Wert hat. Sprich, wenn ich nach Joomla Day suche und das kommt dann in der Überschrift vor, soll dieser Inhalt eben weiter oben stehen in den Suchergebnissen, als wenn es nur einmal im eigentlichen Beitragstext vorkommt. Und wo wir vorhin von dem Stemming gesprochen haben, von der Fuzzy-Suche, da ist die Einstellung eben hier, das heißt momentan Standardsprache, weil diese Einstellung eben vorgibt, mit welchem Algorithmus werden die Wörter aufgetrennt. Was zum Beispiel, wenn ich jetzt eine chinesische Webseite habe, die haben nicht unbedingt Leerzeichen zwischen den verschiedenen Wörtern, sondern ne, jedes Zeichen ist ein Wort. Dann muss ich das eben anders handhaben als im Deutschen, wo ich natürlich das durch Leerzeichen getrennt habe. Und hier wird eben dann ausgewählt, ob welcher Stemmer, welcher Algorithmus für den Wortstamm jetzt eben verwendet wird. Da kann ich jetzt entweder, was eben standardmäßig eingeschaltet ist, keine, dann macht er eben gar kein Stemming, dann verwendet er trennt dann einfach nur anhand der Leerzeichen und guckt dann eben nach dem exakten Wortlaut. Oder für mehrsprachige Seiten kann ich eben sagen, okay, ich habe eine Standard-Seitensprache, das ist dann das, da wird dann die Sprache verwendet, die in den jeweiligen Inhalt eingegeben ist. Beziehungsweise, wenn eben keine Sprache vorgegeben ist, wird die Standard-Seitensprache verwendet. Oder ich kann eben eine Sprache fest vorgeben, die er da verwenden soll. Ich sage mal, für die meisten von euch wird diese Standard-Seitensprache wahrscheinlich das Sinnvollste sein. Wenn ihr gute Suchergebnisse haben wollt, ist das der Punkt, wo ich jetzt eben an eurer Stelle das hier umbauen würde oder umstellen würde, eben auf Standard-Seitensprache. Wenn wir jetzt dann eben auf Speichern und Schließen gehen, dann ist der Punkt hier einmal auf Index klicken, damit er eben durchläuft und den Index neu baut. Ich muss dazu auch nicht den Index komplett leeren. Smart Search erkennt automatisch, okay, ihr habt die Einstellung geändert oder die Inhalte haben sich geändert und indexiert nur den Teil, der jetzt eben wirklich sich verändert hat und der neu ist. Ja. Inhaltsstruktur hatten wir gerade schon. Wir sehen hier eben, wie viele Beiträge, wie viele veröffentlichte Beiträge gibt es, die eben diese Klassifizierung haben. Und dann kommen wir einmal zum Thema Filter. Wir können uns eben einen neuen Filter anlegen, können dort dann zum Beispiel in den Kategorien auswählen, was uns angezeigt werden soll. Wir können dem einen Titel vergeben.
Wir können auch noch sagen, alles ab Zeitpunkt, eigentlich dieses Filter-Zeitplan ist eigentlich nicht gut übersetzt. Da müssen wir vielleicht nochmal gucken, ob wir dafür einen besseren Begriff finden, weil ich kann jetzt eben hier eingeben, dass er nur Suchergebnisse finden soll, die ein bestimmtes Startdatum haben oder nach oder vor einem bestimmten Startdatum sind oder eben Enddatum. Das sind eben die Filter, die ich hier erstellen kann. Wenn ich das dann jetzt abspeichere, dann können wir hier im Frontend uns das angucken. Dann sieht nämlich, oder vielleicht, wenn wir vorher uns einmal die normale Smart Search-Seite angucken, wir sehen, so sieht die erweiterte Suche dann aus. Wir haben unsere ganzen Taxonomien, unsere Klassifizierungen hier oder unsere Filter. Gehe ich jetzt auf Filter Smart Search, dann sehe ich halt nur noch die Filter an, die ich jetzt auch ausgewählt habe und kann jetzt hier nochmal eben runterfiltern in dem, was ich jetzt bisher dort an Ergebnissen habe. Und er findet eben auch nur in diesem Bereich dann die Inhalte. So, und wenn man dann jetzt noch das ein bisschen weiterbaut, dann würde ich gerne einmal zeigen, es gibt eine Firma, die hat damals eben diese ganze Arbeit an Smart Search, die ich dann für Joomla 4.0 gemacht habe, haben die bezahlt und haben das für ihre eigene Webseite verwendet. Das ist hier DTCC. Die haben hier diesen Resources Tab damit umgesetzt. Sprich, das ist ein Modul. Dieses Modul benutzt das Model von Smart Search und eben alles, was so im Backend damit zu tun hat und bindet darüber Kalender, Dokumente, Beiträge, Videos und E-Learning-Kurse ein. Und man kann jetzt eben hingehen, das nach Audience filtern, kann dem verschiedene Topics geben. Ich kann jetzt sagen, ich möchte mir nur die Videos angucken, dann lädt er die Seite entsprechend neu. Und ich habe dann eben hier die verschiedenen Videos. Wie man sieht, vieles davon sieht man eben erst, wenn man eingeloggt ist. Aber das hier zum Beispiel wäre dann ein Beispielvideo. Kann Content Types mir anzeigen lassen und per Ajax lädt er mir auch noch eben weitere Inhalte nach. So, das sind halt so die Sachen, wenn man es dann noch ein bisschen umfangreicher machen möchte. Ich habe da schon gute Erfahrungen gemacht. Man kann mit Smart Search da wirklich schöne Lösungen bauen, wo man, wie gesagt, dann sogar bis zum Punkt sowas wie geizhals.de oder geizhals.at umsetzen möchte. Das wäre alles damit möglich. Ich habe versucht, für die Präsentation heute sowas entsprechend vorzubereiten. Bin leider nicht ganz fertig geworden. Aber das Plugin, welches dann eben die Daten aus so einem CSV oder XML-Stream von eben einem Shop zum Beispiel einlesen würde, das ist relativ trivial. Das müsste man dann, das lässt man dann eben per Kommandozeile und im Cronjob alle paar Stunden durchlaufen und schon hat man dort eben immer die aktuellen Daten drin stehen. Das ist also eigentlich kein großes Thema. Wer da Interesse dran hat, kann sich gerne bei mir melden, dann kann ich da das Beispiel, was ich da zusammengeklöppelt habe, gerne auch noch zur Verfügung stellen. Ja, was ich gerade schon gesagt hatte, ein paar Einstellungen sind wir schon durchgegangen.
Aber was ich noch nicht hatte, ist der Debug-Mode. Wenn die Webseite, wenn ihr Probleme habt mit dem Indexieren und ihr entwickelt selber gerade zum Beispiel ein Smart Search Plugin, kann ich euch nur den Debug-Modus ans Herz legen. Wenn ihr den bei der Webseite einschaltet, dann wird automatisch während des Indexierungsvorgangs werden dort noch weitere Informationen ausgegeben, eben welche Inhalte jetzt gerade oder von welchen Plugins welche Inhalte jetzt gerade schon indexiert wurden. Das sollte dem einen oder anderen weiterhelfen. Ich muss einmal kurz gucken. Ich hatte auch noch einen Pull-Request geschrieben, der dort Debug-Features mit einbaut und der ist auch inzwischen übernommen worden, sehe ich gerade. Also da gibt es dann auch noch weitere Features in Joomla 5.0, wo man eben dann ein wenig mehr ein wenig mehr Informationen kriegen kann und wo man eben für die Entwicklung von Smart Search Plugins Hilfe kriegen kann. So, gibt es Fragen? Ja. Wie funktioniert der Suchindex in Kombination mit UTheme? Funktioniert das gleich oder funktioniert diese Suche wirklich nur wenn ich es heraus im Joomla mache? Oder kann ich diese. Also UTheme oder was im Index reinkommt, hängt von dem Plugin ab, was UTheme mitliefert. Wenn UTheme jetzt ein Plugin mitliefert, was dort eben die Inhalte reinpackt in den Index, dann kann UTheme oder funktioniert Smart Search auch mit UTheme komplett wie mit allen anderen Joomla-Inhalten. Also halt einfach die Smart Index Modulkomponente im UTheme Ich habe das akustisch leider gar nicht verstanden. einfach reinladen. Man kann ja in UTheme eine Modulposition laden und da könnte man einfach den Smart Search reinladen, oder? Das wäre wahrscheinlich das Einfachste. Genau. Also ich kann das einmal kurz zeigen. Einen Moment, ich hoffe, man sieht das. Wo war das jetzt mit Appearance war das, ne? Presentation Mode. So. Wir haben ein Plugin, das reagiert einfach auf irgendwelche Events. Und wenn UTheme also beim Abspeichern ein Event schmeißt, dann könnte UTheme selber ein Smart Search Plugin mitliefern, was eben jetzt die UTheme-Inhalte indexiert. Und ich baue mir normalerweise eben jetzt hier in dieser Index-Methode ein Result-Objekt und dort füge ich jetzt diese ganzen Inhalte ein. Da kann ich dann jetzt sagen, okay, ich möchte gerne das Attribut MetaKey und MetaDesk und Autor sollen indexiert werden mit der und der Gewichtung. Und dann füge ich noch meine Taxonomies hinzu. Und zum Schluss sage ich, indexiere das Ganze. Und dann taucht das eben im Index auf. Und da ist eben jeder Erweiterungsentwickler kann dort wirklich beliebige Inhalte reinpacken. Also da gibt es keinerlei Begrenzungen eigentlich. Muss allerdings sagen, dass viele Entwickler immer noch Smart Search etwas stiefmütterlich behandeln. Also da gibt es definitiv noch Verbesserungsmöglichkeiten. Noch mehr Fragen? Ja? Wie ist es denn mit der Sortierreihenfolge Ausgabe? Habe ich da Möglichkeiten? Also zum Beispiel nach Datum, also sagen wir Bearbeitungsdatum oder so. Das habe ich, glaube ich, irgendwie nicht gefunden, das einzustellen. Muss einmal kurz gucken. Es gibt hier unter Optionen eigentlich. Option, du bist jetzt da in der Configuration. Nee, in dem Menüpunkt.
Hier, da gibt es das Sortierfeld und da kann ich eben dann nach dem jeweiligen, nach diesen Feldern kann ich dann momentan sortieren. Welches Datum genommen dann? Das hängt halt von der jeweiligen Komponente ab, was sie in das Datumsfeld eintragen. Ich muss jetzt selber einmal kurz nachgucken, wie das Feld heißt. Also bei Beiträgen zum Beispiel, wird da bearbeitet, zuerst bearbeitet oder das Startdate. Oder also in SmartSearch ist es das Feld Startdate und jetzt kommt es eben darauf an, welchen Wert dann eben das Plugin dort, das jeweilige Komponent-Plugin dort eben als Inhalt reinträgt. Ne? Also ob es jetzt dann den Start-Publish-Datum da einträgt oder wann eben der Inhalt erstellt wurde, das ist eben jetzt, das ist außerhalb von der Mächtigkeit jetzt von Smart Search in dem Fall oder vom Suchindex. Aber hier kann ich das eben entsprechend Datum und Relevanz, das sind, glaube ich, mal so die bei relevanten Sachen momentan. Es gibt eben auch die Möglichkeit, dass nach, also es gibt auch das Feld 30 in der Tabelle. Man könnte also auch die Inhalte von einem Shop dort dann entsprechend mit reinpacken und durchsuchen. Wie gesagt, momentan benutzen oder sind da noch viele stiefmütterlich und benutzen das eben als nicht. Könnte vielleicht auch ein bisschen an der fehlenden Dokumentation liegen. So, da haben wir noch eine Frage. Naja, Smart Search Index die Custom, oder? Oder verstehe ich das auch nicht? Ab Joomla 5.0. Ich kann das mal kurz zeigen. Ab Joomla 5.0 gibt es hier unter Optionen ganz unten den Versuchindex. Und kann ich einen Durchsucher machen. Super machen, als Taxonomie hinzufügen, also als Filter hinzufügen oder beides so. Und wenn ich das jetzt eben entsprechend auswähle, dann versucht Smart Search eben diese Inhalte auch entsprechend in den Suchindex mit aufzunehmen. Ich hätte es gerne früher gehabt, der Progress haben wir 4.2. Das hat keiner getestet, deswegen ja. Hat es jetzt ein bisschen länger gedauert. Ja? Ich habe noch eine Frage zu den Suchergebnissen. Kann man die sich von der Komponente selber auch als JSON beispielsweise zurückgeben lassen? Müsste man dazu etwas selber modulmäßiges machen? Ich müsste das ehrlich gesagt einmal sehr nachgucken. Ich glaube, es gibt momentan noch keinen JSON-Modus dafür. Nee, gibt es momentan noch nicht. Also man kann sich hier als Feed ausgeben lassen. Ob das dann, ich meine, wäre jetzt eine Möglichkeit, eine Ausgabe gibt es noch nicht. Sehe ich auch ein bisschen kritisch, weil welche Inhalte packe ich jetzt in der JSON-Ausgabe raus? Ne? Also da können ja dann auch sehr schnell dann irgendwelche Inhalte dabei sein, also Daten, die ich vielleicht jetzt so nicht ausgeben möchte, per Default. Also da würde ich sagen, wenn man da eine JSON-Ausgabe haben möchte, wäre das Sinnvollste, jetzt ein Plugin zu schreiben, was eben anhand des Smart Search Models die Daten ausliest und dann eben in dem Plugin entsprechend als JSON formatiert und dann ausgibt. Okay, danke. Ja, ich sehe da noch eine Hand. Ja. Soll ich das normale Suchplugin deaktivieren oder ist das egal? Das normale Suchplugin von Smart von ComSearch meinst du? Ja, genau. Also ich empfehle nur Smart Search zu verwenden und nicht ComSearch. ComSearch wird mit Joomla 6.0 komplett eingestellt werden, wird es keinen Support dafür geben. Momentan kriegt ComSearch noch ComSearch gibt es ja in Joomla 4.0 per Default nicht mehr.
der jetzt aus Joomla 3 zu Joomla 4 rüber ein Upgrade hat, da noch Search mit dabei oder die normale Suche. Wer jetzt eben eine neue Webseite erstellt, ist ja eben nicht mehr mit dabei. Ich würde empfehlen, CompSearch zu deinstallieren und nicht mehr zu verwenden. Mit Smart Search kommt man mit Sicherheit weiter als mit CompSearch. Wer es unbedingt noch haben möchte, kann sich das von GitHub runterladen. Dort gibt es das Projekt Joomla News Extensions und dort eben das Unterprojekt Search. Dort gibt es die alte Suche auch noch für Joomla 4. Wer jetzt das beides parallel installiert hat, die haben keine Überschneidungen miteinander. Also ob ich jetzt die alten Suchplugins installiert habe und aktiviert habe, spielt für Smart Search oder für den Suchindex keinerlei Rolle.